Magisch wurde es dann mit ihnen. David Copperfield oder Siegfried und Roy waren gestern, denn diese beiden Österreicher sind das neue Magier-Star-Duo in den USA. Mit ihren scheinbar übersinnlichen Fähigkeiten schafften sie es in Amerika aus mehr als 100.000 Bewerbern auf den zweiten Platz von America's Got Talent. America's Got Talent ist die größte Fernsehshow der Welt. Warum denn nicht dort? Und wir haben es probiert und aus sozusagen dem Probieren wurde im Endeffekt dann ein halbes Jahr Fernsehen, das meiste von live, vor knapp 15, 16 Millionen Leuten jede Woche mit Leuten wie Simon Cowell, Heidi Klum. Und mit Tricks wie diesem haben sich die zwei Österreicher in die Herzen der Zuseher gezaubert. Einer der vielleicht größten Fans der Show war Topmodel und Jurymitglied Heidi Klum. Nicht zuletzt dank ihr hat es das Mentalistenpaar fast auf Platz 1 der Castingshow geschafft. Es war schön einfach zu sehen, dass man Leute, die schon so lange in dem Business sind, dass wir es geschafft haben, dass wir sie faszinieren und dass wir ihnen etwas zeigen, was sie noch nie zuvor gesehen haben. Simon Cowell ist ja bekanntlich sehr schwierig, aber er kam backstage zu mir und sagte, das ist die beste Show, die ich je gesehen habe. Ich liebe es, es ist großartig. Glücklicherweise liebt jeder, was die beiden machen. So, yeah, luckily everybody loves what Tommy and Emily are doing. Doch was macht das Zauberpaar eigentlich genau? Gar nicht viel, um ehrlich zu sein. Denn während Tommy den Gästen persönliche Gegenstände entlockt, errät Amelie die Dinge mit verbundenen Augen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Ist das ein kleines Etui? Ja. Eine Box? Also was ist denn da drin? Es ist was Rundes. Ist das sowas wie ein Armband? Stimmt das? Es ist eine Kombination aus Intuition, aus Bauchgefühl, Menschenkenntnis. Und wenn man viel trainiert und sich dafür interessiert und Spaß dran hat, dann kann man das schon erlernen. Und es gibt Leute, die schon Angst davor haben, also Angst ein bisschen skeptisch sind. Und wenn Leute wirklich Angst haben, dann sage ich immer, ihr braucht keine Angst haben, wir lesen nur die guten Gedanken. Aber zurück zu ihrem wohl berühmtesten Fan Heidi Klum. Die heizt immer wieder mit neuen Single-Fotos die Gerüchte um eine Trennung von Toyboy Vito Schnabel an. In ihren Kopf schauen können selbst die Mentalisten nicht. Allerdings durften sie das Topmodel bei der Show auch abseits der Kameras kennenlernen. Sie wird eigentlich sehr sympathisch. Hinter der Bühne immer zu uns gekommen, immer Hallo gesagt als erstes, immer auf Deutsch geredet. Und irgendwie schön, wenn man dann in Amerika sozusagen auch den Wind trifft, der eben sozusagen auch den Weg geschafft hat, nicht nur hier, sondern wirklich auch in Amerika Fuß zu fassen. Und auch für Tommy und Amelie sieht es ganz nach einer großen Karriere aus. Amerika hat sie ja bereits ins Herz geschlossen. Nun ist ihre Heimat dran.